Der Kreisauer Kreis, das ist eine Schule des Dialogs, der Solidarität, der Zivilcourage, der zivilen Verantwortung, der Verantwortung für das Gemeinwohl. Und das sind aktuelle Botschaften. Das waren Werte, Haltungen, die damals wichtig waren. Die sind aber auch heute wichtig für jeden Menschen, für jede Gemeinschaft und auch für das heutige krisenerschütterte Europa. Der Kreisauer Kreis war eine wichtige Gruppe des deutschen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Man kann sagen, dass 40 oder 50 Männer und Frauen zu dieser Gruppe gehörten und von denen haben über 20 mehrere Jahre intensiv und regelmäßig zusammengearbeitet. Was die Gruppe auszeichnet, ist, dass sie nicht nur einem Milieu, einer gesellschaftlichen Gruppe zuzuordnen ist, sondern dass die Mitglieder des Kreisauer Kreises aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kamen. Man findet dort Adlige, teilweise eher konservativ, national eingestellt, Sozialdemokraten. Man findet Vertreter beider großer christlicher Konfessionen, Protestanten, Katholiken. Und das war selten im Widerstand, dass so unterschiedliche Hintergründe oder Personen mit so unterschiedlichen Hintergründen zusammenarbeiteten. Was diese Menschen verband, war die Überzeugung, dass das nationalsozialistische Deutschland, egal ob innen- oder außenpolitisch, eigentlich nur eine Methode der Politik kannte, nämlich Gewalt. Gewalt als Methode der Politik und dass ein solcher Staat nicht auf Dauer stabil sein könne. Dass also früher oder später es entweder zu einer Explosion oder einem Staatsstreich komme im Inneren oder dass man sich außen so viele Feinde mache, dass dann eine Niederlage unausweichlich wäre. Und basierend auf dieser Überzeugung, dass also das nationalsozialistische Deutschland keine stabile, nicht auf Dauer stabil funktionieren kann, folgte dann die selbstgestellte Aufgabe, sich vorzubereiten auf die Zeit danach. Sich vorzubereiten, damit nach Ende dieser Herrschaft ein demokratisches, rechtsstaatliches Deutschland möglich ist und funktionieren kann. Deswegen die Heterogenität der Gruppe, um später eine breite Akzeptanz möglich zu machen und deswegen dann auch die Arbeit an einem neuen Verfassungsentwurf, einem breit verstandenen Verfassungsentwurf, die Arbeit daran flankiert von Kontakten mit Alliierten oder auch mit Untergrundbewegungen in besetzten Ländern. Es gab sehr viele Treffen des Kreisauer Kreises, zumeist waren das Treffen von nur zwei, drei oder vier Personen in Privatwohnungen. Wir wissen von über 100 solchen Treffen in Berlin. Und es gab dann drei größere Treffen hier in Kreisau, 1942 im Mai und im Oktober und 1943 im Juni. Und bei diesen Treffen in Kreisau ging es dann darum, die im Detail ausgearbeiteten Thesen und Ideen zusammenzuführen und man hat dann jeweils zu wenigen großen Themen gearbeitet. Im Mai 1942 über Pfingsten zu Fragen von Bildung und Erziehung einerseits und zur Frage des Verhältnisses Staat-Kirche andererseits. Im Oktober des gleichen Jahres ging es dann um einen Staatsaufbau und Wirtschaftsordnung und Pfingsten 1943 im Juni galt das Interesse internationalen Fragen, einer europäischen Zusammenarbeit und der Frage, wie man mit den Kriegsverbrechern nach Ende des Krieges umgehen würde. Die Stiftung Kreisau wirkt hier in Kreisau. Das ist der Ort, wo sich der Kreisauer Kreis getroffen hat. Zum ersten Mal hier in Kreisau eben vor 75 Jahren. Und das ist ein guter Anlass, eine Gelegenheit, uns wieder zu erinnern daran, was der Kreis gemacht hat und was er uns hinterlassen hat.